Lieben, willkommen bei Juven Art, Julia hier. Ich wollte euch gerne mal was zeigen. Ich habe meine allererste Happy Mail fertig gemacht, beziehungsweise ich kenne einfach niemanden, der besser als Versuchskaninchen dienen kann wie Ines von Papier und Feder. Und die liebe Ines hat eine Aktion ins Leben gerufen, darum ging es oder geht es, dass man zu Halloween was bastelt und dann wird sie das durchtauschen und jeder kriegt dann was anderes zurück. Und ich habe hin und her überlegt, ich mag sie so gerne und gucke immer ihre Videos und so. Und ich fand das jetzt doof, einfach nur das in das Paket mit reinzulegen. Deshalb habe ich ihr eine Happy Mail gebastelt und das wollte ich euch ganz gern mal einmal zeigen. Und zwar wollte ich ihr nur eine Karte machen und aus einer Karte ist dann das geworden. Beziehungsweise irgendwie war ich dann so im Flow, dass ich gesagt habe, komm. Also das ist einfach nur eine Kraftpapierkarte vom Action. Die habe ich so ein bisschen, ihr ahnt es schon, es ist nicht bei einer Karte geblieben. Das habe ich mal gemacht mit, sagt mal, Alkoholinks und dann habe ich das embossed mit weißer Embossingpulver und dem Stempel. Das hatte ich hier noch, das habe ich einfach nur ein bisschen zurechtgerissen und hier drauf gemacht. Ich habe auch die Kante von der Karte ein bisschen bearbeitet. Dann habe ich hier mich dazu entschieden, ich fand das Band so schön, dass ich ja auch noch einen Verschluss mache. Und drin findet man dann eine kleine Pocket. Das ist auch von diesem Papier, habe ich einfach ausgeschnitten. Ich möchte ihr gerne, also Ines ist die erste, die von mir eine ATC-Karte bekommt. Ich habe schon einige vorbereitet, aber ich traue mich immer nicht so richtig oder ich traue mich überhaupt noch nicht so richtig, irgendwas zu verschicken, weil ich gar nicht weiß, ob das den anderen gefällt. Und ja, Ines ist jetzt quasi mein Versuchskaninchen. Dann habe ich hier so ein bisschen Craftpapier reingemacht. Das schimmert so schön, ein bisschen Spitze dran. Das ist, habe ich auf normalem Druckerpapier ausgedruckt. Das habe ich selbst gemacht. Das gibt es digital. Das möchte ich auch als digitales Papier zur Verfügung stellen. Auf die Rückseite, weil es ja weiß war, habe ich einfach echte Buchseiten aus so einem alten französischen Buch geklebt. Dann noch ein bisschen Vellumpapier rein und ein Brief an Ines. Und ja, das habe ich dann einfach gebunden. Also hier, es geht so einfach nur so weiter. Ich hoffe, es gefällt ihr. Sie kann damit machen, was sie will. Ich habe jetzt auch nichts reingeschrieben oder so. Sie könnte es auch weiter verschicken oder verschenken oder wie auch immer. Also das ist für Ines. Dann habe ich es halt hier gebunden. Das ist der Umschlag, der dazugehört eigentlich. Ich muss mal gucken, ob ich das da reinmache oder nicht. Das mache ich gleich. Dann habe ich hier noch, weil ich nicht weiß, ob ich den Umschlag benutze, ich werde ihn einfach da dran heften. Ich habe ja mal so Origami-Füchse gemacht und so einen kleinen süßen kriegt sie auch. Dann habe ich hier, ich hatte neulich bei ihr bestellt und aus Versehen hatte sie mir eine Buchecke zu viel reingepackt. Das kriegt sie jetzt wieder zurück, weil ich wirklich nicht weiß, was ich mit einer Buchecke soll. Das ist für die Aktion. Dazu zeige ich euch aber noch mal extra ein Video. Deshalb blätter ich das jetzt auch nicht durch oder so. Und das kleine Meerschweinchen habe ich gemalt und wurde dazu inspiriert von der kleinen Emma. Emma ist Ines Tochter und sie liebt wohl Meerschweinchen. Und ich hatte auch Lust, was mit Aquarell zu malen. Ich finde es eigentlich ganz süß. Das kriegt sie auch dazu, ob das Emma jetzt bekommt oder nicht oder was sie damit macht. Ja, kann sie dann frei entscheiden. Und dann habe ich hier noch zweimal auf ein bisschen stärkerem Papier meine allerersten Digitalpapiere ausgedruckt. Also sie ist tatsächlich, ja, sorry Ines, du bist echt mein Versuchskaninchen. Bisher hat das noch keiner. Ich habe es auch noch nirgendwo hochgeladen und mich würde mal interessieren, wie du das findest. Gib mir doch mal gerne Feedback. Ich muss leider auch gestehen, das liegt jetzt schon eine ganze Weile bei mir rum und ich weiß immer nicht, gefällt das den anderen Leuten, was ich so mache oder nicht? Oder ja, ich musste wirklich meinen ganzen Mut zusammenkratzen, das jetzt zu machen. Und ich hoffe, ich kriege ein bisschen Feedback, was gegen meine Unsicherheit dann so ein bisschen hilft. Und ja, das war's auch schon. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!